Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Nerd News. Mal ein bisschen kürzer, aber dafür trotzdem vollgepackt mit Themen. Fangen wir mal mit einem Thema an, was mich persönlich auch interessiert. Denn was viele nicht wissen, damals, wo ich den Kanal eröffnet habe, habe ich noch ein paar Let's Plays auf diesem gemacht. Und zwar geht es hierum um das Turok 1 Remastered Let's Play. Das habe ich komplett durchgezogen. 28 Parts sind es geworden. Und jetzt hat Night Dive endlich angekündigt, dass Turok 2 Remaster am 16. März rauskommen wird. Da ich damals versprochen habe, dass das Let's Play auf dem Kanal erscheinen wird, werde ich das jetzt auch durchziehen. Das heißt, ich denke mal, ab dem 16. März wird es damit losgehen. Und wir kommen zum nächsten Thema. Vor ein paar Minuten hat Microsoft angekündigt, dass man eine Games Flatrate einführen wird. Für 10 Euro bzw. Dollar im Monat werdet ihr über 100 Titel von der Xbox One zur Auswahl haben. Oder auch von der Xbox 360 in dem Emulationsmodus. Microsoft sagt außerdem, dass ihr Zugriff haben werdet auf Spiele von verschiedenen großen Publishern. Mit einer kleinen Einschränkung, einige Spiele können nach 30 Tagen wieder weggenommen werden. Wenn ihr dieses Abo abschließt, könnt ihr diese allerdings kostengünstiger erwerben. Es gibt 20% Rabatt auf Spiele und 10% Rabatt auf Season Passes. Nintendo hat heute, wie versprochen, den Nindies Livestream abgehalten. In diesem hat man einige Spiele von Indie-Entwicklern für die Nintendo Switch vorgestellt und da waren doch einige Überraschungen dabei. Da ich die jetzt nicht alle aufzählen kann, werde ich euch unten die Präsentation verlinken. Aber man hat auch gesehen, dass die Nintendo Switch durchaus zu mehr in der Lage ist, als zum Beispiel dem neuen Zelda, was ja leider noch ein paar Performance-Probleme hat. So hat man zum Beispiel Ausschnitte aus Yooka-Laylee gesehen und man hat gesagt, das ist Switch-Footage. Und das Ganze sieht danach aus, als wenn es den großen Versionen, sagen wir mal für PS4 und Xbox One, in nichts nachsteht. Und das finde ich doch sehr schön. Außerdem hat man nochmal den Launch-Trailer zu Fast AMX gesehen. Und das Spiel sieht meines Erachtens nach verdammt gut aus, läuft bei 60 Frames. Hat zwar eine dynamische Auflösung, dass auch bei vielem Geschehen auf dem Bildschirm alles flüssig läuft, aber ich finde, das Spiel kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und das Schöne ist, es erscheint ebenfalls am 3. März für 19,99 €. Bleiben wir gleich mal bei der Switch-Software. Und zwar, viele haben sich ja aufgeregt, dass One-Two-Switch 50 € kosten soll. Den hat Amazon jetzt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Amazon hat One-Two-Switch offiziell auf 34,99 € gesenkt. Und ich finde, so um die 30 € kann das Spiel durchaus wert sein, dafür, dass es ein großer Partyspaß ist. Den Link habe ich euch unten in die Beschreibung getan. Wenn ihr den anklickt, dann kriege ich ein paar Cent dafür. Wenn ihr mich unterstützen wollt, sehr gerne, wenn ihr Bock auf das Spiel habt. Und wo wir gerade bei der Switch-Software sind, es gibt natürlich mal wieder neue Informationen zu Zelda. Die japanische Zeitung Famitsu hat jetzt ein schickes Artwork veröffentlicht, wo der originale Link aus dem ersten Zelda-Teil das Master Sword an den Link von Zelda Breath of the Wild gibt. Das soll so ein bisschen daran erinnern, dass ihr damals euch frei bewegen konntet in dem ersten Zelda-Teil und das war ja damals revolutionär. Nun wird es dem frisch auferstandenen Link übergeben. Außerdem besitzen einige Leute die Wii U-Version vom neuen Zelda und damit konnte man jetzt schon Vergleiche zur Switch-Fassung machen. Und da muss ich sagen, da hat Nintendo ganz schön rangeklotzt. Das Spiel sieht auch auf der Wii U verdammt gut aus. Erste Berichte sagen zwar, dass die Framerate teilweise sehr in den Keller gehen soll, aber ich finde, dafür, dass es das letzte Spiel ist für die Wii U und dafür, dass es so eine leistungsschwache Konsole ist, sieht das Spiel verdammt gut aus. Außerdem gibt es noch neue Infos zur Switch Hardware. Und zwar hat man die Switch jetzt einem Akku-Dauertest unterzogen. Da haben ein paar YouTuber sich ein paar Systeme geschnappt, diese auf maximale Helligkeit gestellt, den Standby-Modus komplett abgestellt und dann miteinander verglichen. Die Switch liegt tatsächlich im guten Mittelfeld. Auf allen Systemen lief keine Software und sie hielt 5 Stunden und 12 Minuten
durch. Zum Vergleich, der originale Nintendo 3DS hielt 3 Stunden 25 durch und ein iPad Mini 2 5 Stunden 39. Große Gesamtsieger sind tatsächlich die Game Boys, allen voran der Game Boy Color mit 35 Stunden Laufzeit. Hier muss man allerdings beachten, dass der originale Game Boy Color noch keine Hintergrundbeleuchtung hatte, was den Batterien natürlich zugute kommt. Aber trotzdem erinnert mich das irgendwie an dieselbe Diskrepanz, die wir heutzutage mit Smartphones und alten Handys haben. Schon bei der ersten Ankündigung der Switch im Oktober letzten Jahres haben einige gedacht, dieser kleine Ständer da hinten an der Konsole, das sieht doch nicht allzu stabil aus. Gerade wenn man mal vergisst, den einzuklappen und den wieder in den Dock stecken will von der Nintendo Switch, dann kann es ja schnell passieren, dass der abbricht. Darauf weist Nintendo auch direkt auf der Switch hin, aber aufgemerkt, man hat mitgedacht bei Nintendo, der Kickstand ist nicht fest verankert in der Konsole, sondern kann sich komplett loslösen. Damit ist ein Abbrechen unmöglich. Das war diese Nerd News, kurz aber knackig. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Like da oder einen Kommentar da drunter. Ich bin auf jede Kritik gespannt. Was ich mir nur wünsche, Leute, tonmäßigen. Wir können über alles reden. Wenn ich was falsch erzähle, gerne korrigieren da unten. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Ciao!